Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Ja, das freut einen doch direkt mal. Jetzt bin ich immer gespannt. Ich meine, das letzte Mal hat sich schon deutlich bemerkbar gemacht. Minus 6 Kilogramm. Das klingt jetzt zwar nicht viel, aber Designüberarbeitung des hinteren Unterbodens führen zu einem Gewichtsvorteil ohne die Stärke des aerodynamischen... Ohne die Stärke oder aerodynamische Leistung zu beeinflussen. Habe ich irgendwo einen Artikel reingesetzt, der nicht hingehörte. Ja, wenn sich dadurch das Gleichgewicht verändert, kann sich das sogar sehr stark bemerkbar machen. Das nächste, was wir dann gleich mal in Angriff nehmen werden, ich habe jetzt 184 Punkte. Das werden dann wahrscheinlich die Luftleitbleche. Oder die Motorleistung. Vielleicht eher die Motorleistung. Das sind gar nicht so viele Punkte. Müssen wir uns dann nochmal anschauen. Dann gehen wir jetzt mal zum Training. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie wir auf das heutige Training hier auf dem Shanghai International Circuit. Die 5,45 Kilometer lange Strecke umfasst sowohl langsame Kurven als auch eine extrem lange, schnelle Gerade. Diese Kombination fordert selbst erfahrenen Piloten einiges ab. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern, aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Ja, und damit auch ein Willkommen von mir, Tina. Und ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Und ich ändere oder habe ein bisschen was verändert an meiner Art, wie ich aufnehme. Das sollte jetzt eigentlich besser aussehen. Wird sich zeigen. Es braucht auch mehr, deutlich mehr Platz. Auch die Aufnahme von der Stimme müsste eigentlich jetzt besser sein. Werden wir gleich merken. So, was ist das erste? Streckenakklimatisierung mit M. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. So, wir haben die zwei Reifen. Ja, können wir ja direkt die Akklimatisierung machen. Ich kenne die Strecke. Ja. Nicht wirklich. Also ich bin sie schon mal gefahren. Aber hol noch nicht alles aus dem Auto. Kennen es anders. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Ja, lass mich raus. Dankeschön. Ach, das war die... ich erinnere mich an die Strecke. Das war diese langgezogene Rechtskurve. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder so halbwegs hinkriege. Das war ein bisschen spät. Oh, das war zu lange auf dem Gas gestanden. Das ist im Prinzip eine lange Kurve da, wenn man es denn vernünftig kriegt. Aber wir werden ja gleich erfahren, was die Vorgaben so sagen, wie man das fahren sollte. Oh nein. Das ist zum Beispiel eine fiese Ecke, wenn es regnet. Dann driftet man da gerne weg.
Aber zum Glück kommt es ja nicht auf die Zeit an bei Akklimatisierung. Ah, schon ist sie weg. Es war zu früh. Ist das so weit außen? Das wundert mich ein bisschen. Oh nein. So zählt die Ecke dann jetzt gerade nicht. Dann wieder zu langsam war? Weiß ich nicht. Die Zone in Kürze. Bist du geschummelt? Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Das reicht zumindest für die erste Wertung. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Das klingt so cool. Beständigkeitsbonus. Zu spät. Mist. Ich eier so, weil ich diese Tore da anvisieren will. Ach, da war ich zu langsam. Weil so darauf fixiert ist, diese Tore zu treffen, das entspricht überhaupt nicht der normalen Linie. Nein! Ich wollte schon mal vorbeigefahren, oder? Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Nein. Ah, das sieht nicht so gut aus. Ach nee, die habe ich nicht einmal erwischt, oder? Ich will diese Kurve immer deutlich später nehmen. Na, wieder nicht. Oh nein, ich habe sie nicht getroffen. Ja, okay, also diese Runde können wir knicken. Also dieses Tor da zu kriegen, ist für mich
Ganz komisch. Ach, gepennt. Zu spät. Viel zu spät. Ja gut, jetzt immerhin weiß ich jetzt so ungefähr wieder, wie die Strecke läuft. Das ist ja schon mal etwas. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Kehre zur Garage zurück, dann sehen wir uns die Daten an. Ja, das machen wir natürlich auch. Und dann versuchen wir direkt die Reifenabnutzung und da sehe ich echt schwarz. Aber zumindest versuchen kann man es, ja. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, das wissen wir. Das kennen wir doch mittlerweile. Oh, was mache ich denn da? Das alte Problem, wenn die Reifen einmal dreckig sind. Dauert es eine Weile, bis die wieder vernünftig Grip bekommen. Also wie gesagt, okay, das war jetzt. Das war jetzt zu eng, aber normalerweise würde ich halt auf jeden Fall die Kurve enger beenden, als mir die Akklimatisierung gerade vorgegeben hat. Das ist ganz schön früh. Eine der komischsten Einfahrten, finde ich, für die Boxengasse. Was ist denn die Zeitmessung? Ah, da. Ja, gut. Also zumindest mal Akklimatisierung, ein Teil der Punkte mitgenommen. Da wäre aber mehr drin gewesen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Und dann versuchen wir jetzt noch die Reifennutzung zu machen. Die müsste ja mit den gelben Reifen getestet werden. Gehe ich davon aus. Und kurz schauen, was die Teamvorgaben sind an Punkten. Wenn man zum Beispiel eine Einstellung machen muss für fürs Auto oder so, dann kann man das ja jetzt direkt machen. So, da habe ich wieder Jungs. Ja, Session Info. Ah ne, da wollte ich gar nicht hin. Wie gesagt, hier. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,46,7. Die Punkte haben wir. Und hier, schneller Sektor. Achso, okay, die anderen habe ich schon. Ja gut, das können wir dann beim Qualifying-Tempo machen. Und wir hatten doch gelbe Reifen noch, ne? Als zweites. Ja, genau. Dann würde ich sagen, nehmen wir die auch. Und machen das. Ausfahren. Reifenmanagement. Einer hinter mir, das ist schon mal gut. Gelbe Flagge wegen mir jetzt? Och nö. Ich verschätze mich bei dieser Kurve öfter mal. Und ganz, Moment auf P7. Und ganz besonders nach der Boxenausfahrt.
Facebook gerade die ganze Zeit. Der Pascal ist ja direkt hinter mir. Eigentlich würde ich den auch lieber vorbeilassen vorher. Aber der holt gar nicht so auf, wie ich eigentlich dachte. Oh nein, das war nicht gut. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Okay, bis hierhin sieht es ganz okay aus. Wie gesagt, eigentlich ist das eine lange Kurve, das war also schon mal nicht besonders gut genommen. Okay, jetzt hänge ich aber auch hinter der Zeit. Jetzt habe ich beides verloren. Das ist nicht gut. Habe ich zu sehr auf diesen blöden Balken geachtet? Oh. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Den Poller wollte er eigentlich nicht mitgenommen haben. Ah ne, falsche Strecke. Jetzt habe ich mich tatsächlich auf die rechte konzentriert. Nee, wenn man einmal aufs Gras kommt. Ja gut, die kann ich vergessen, also kann ich nur noch auf die Zeit gucken. Die Zeit ist überhaupt kein Problem. Normalerweise. Ja. Oh nein, jetzt habe ich mich zu weit raus drücken lassen.
So. Naja. Vielleicht kann man es ja noch ein bisschen verschieben hier. Aber ich fürchte nicht mehr weit genug. Naja, nehme ich das Ganze halt als Training. Die Strecke, damit ich mich mehr dran gewöhnen kann. Vielleicht kann ich dann im zweiten Training ein bisschen mehr Punkte holen. Wäre schon froh, wenn ich mal eine grüne Nutzung schaffen würde, aber ich glaube, das ist irgendwie nicht drin gerade. Dafür eier ich zu sehr über die Strecke. Zeit ist zwar okay, also für das, was ich erreichen muss, aber oh nein, hier muss ich mal irgendwie ein bisschen hinkriegen, mit dem Stick das so zu timen oder zu justieren, dass ich die Kurve im vernünftigen Radius fahren kann, und irgendwie habe ich da nicht das richtige Gefühl dafür rausgefunden bis jetzt. Nix. Ja gut. So viel dazu. Mit dem Frontspoiler kann man das, glaube ich, knicken. Ich komme gar nicht um die Kurven rum. Er denkt gar nicht jetzt groß ein. Dann würde ich sagen, brechen wir das an der Stelle ab. Also ich fahre in die Box. Dann muss ich im zweiten Training halt schauen, ob es besser läuft. Zu viel Gas. Überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wie weit er jetzt einlenkt oder nicht. Nicht, dass ich das vorher besonders gut gemacht hätte, aber es wird deutlich schlimmer. So, Boxengasse, ich komme. So ist das, glaube ich, mit der Anfahrt halbwegs okay. Tja, Jungs. Schiebt mich mal in die Box.
Jetzt würde ich noch gerne kurz einen Blick auf den Monitor werfen. Ach ja, Reparatur. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ach, Chef, beschwer dich nicht immer. Also wie gesagt, das machen wir dann im Training 2 nochmal. Das mit den Teamzielen schauen wir dann auch nochmal. Wie sieht das aus? Es gibt tatsächlich Leute, die langsamer sind als ich. Naja. Das wird sich wahrscheinlich dann am Ende noch verändern. Achso, Quatsch. Wollte da drin bleiben. Und zwar. Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Hamilton und Nico Rosberg. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin interessanterweise selbst am Ende des Trainings nicht der Langsamste, obwohl ich jetzt wirklich nicht so auf die Zeit geachtet habe. Das wundert mich ein bisschen. Vorfälle? Ja, natürlich. Wer sonst? Okay. So, unsere Ressourcenpunkte. Session-Teilnahme. Ist ja schön, dass es da schon Punkte gibt. 7 Runden, ja gut. Ich hätte zwar nochmal rausfahren können, aber es bringt es ja nicht. Und Teamziele auch 2 erledigt. Das ist okay. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim zweiten Training von China wieder. Bis dann. Ciao.